Diese Woche auf der Speisekarte Fischburritos, Frittata mit Gemüse und Käse und Hühnchenchili. Der Essensplan stammt von ihr. Lisa Rentrup ist die Besitzerin von Kommt Essen. Jeden Montagvormittag treffen in einem Hamburger Lagerhaus die frischen Waren für die Woche ein. Vor 2 Jahren hat sie ihre Firma gegründet. Lisa Rentrups Geschäftsidee, sie liefert einmal wöchentlich Lebensmittel plus Rezepte. Jede Tüte enthält die Zutaten für 3 oder 5 Gerichte für jeweils 4 Personen. Wir achten auf Klima, wann wir die Zutaten auswählen. Wir kaufen die Dinge regional ein, saisonal planen wir die Rezepte. Die Ansprüche ihrer Kunden sind hoch. Lisa Rentrup prüft genau, was in die Tüte kommt und was nicht. Das, was in der Kommt-Essen-Tüte reinkommt, das muss wirklich knackfrisch sein. Es darf keine unnötigen Zusätze beinhalten. Es muss bio sein in gewissen Fällen, also Kartoffeln, Karotten, Paprika, Zitrusfrüchte, Eier. Es darf nicht auf der roten Liste des WWFs stehen. Es muss einfach Top-Qualität sein. Eine Tüte für 5 Tage kostet 87 Euro. Das sind rund 4 Euro für eine Mahlzeit. Lisa Rentrups Kunden haben jetzt mehr Zeit. Sie selbst weniger. Von ihrem Büro in Hamburg aus organisiert sie die Arbeit. In mehr als 20 deutsche Städte liefert sie inzwischen. Ihre Angestellten helfen dabei, die Kunden zu betreuen und Waren zu bestellen. Die Rezepte werden ständig überarbeitet. Frühestens nach 6 Wochen darf sich ein Gericht wiederholen. Wir gehen von den schwedischen Wochenplänen aus und schauen uns dabei an, was die schwedischen Kunden gesagt haben. Die Kunden dürfen jedes Rezept bewerten. Dinge, die schlecht angekommen sind in Schweden, die tauschen wir aus. Da tun wir deutsche Spezialitäten rein. Solche Dinge wie Grünkohl haben wir nicht so in Schweden. Königsberger Klopse, Senfeier. Es gibt vieles Leckeres, was wir da rein tun. Wenn das Probe gekocht wird, dann achten wir natürlich auf Zeit, weil das ist wichtig für unsere Kunden. Es darf nicht zu lange dauern, bis das Essen auf dem Tisch steht. Ab 17 Uhr starten 3 Lieferwagen ihre Tour. Dann sind Lisa Rentrups Kunden von der Arbeit zurück. Bis 21 Uhr fahren die Kuriere durch die Stadt und liefern die Tüten ab. Auch Susanne Wölki erhält jede Woche eine Lieferung. Die Rechtsanwältin arbeitet ganztags, ihr Mann auch. Auf das Abendessen mit den beiden Töchtern legt sie trotzdem Wert. Also die Vorteile sind ganz klar die Zeitersparnis, das wird mir hierher gebracht. An zweiter Stelle die tolle Qualität, also das gefällt mir schon sehr. Dass wir jede Woche irgendwie was anderes auf dem Tisch haben, also dass ich nicht immer meine Standards koche, das ist für uns alle, glaube ich, auch ganz schön. Dass der Speiseplan fest vorgegeben ist, stört Susanne Wölki nicht. Zeit für eigene Rezeptideen hat sie ja am Wochenende. Nach 20 Minuten ist das Hühnchenchili fertig. Selbst gekocht, ganz ohne Einkaufsstress.